Nico O, The One-Hand Gamer. Name ist Programm. So, willkommen zurück, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Skyrim. Wir sind in Hochrotka angekommen und kümmern uns jetzt mal um die Graubärte. Aber vorher müssen wir noch was abliefern. Denn wir haben ja was mitbekommen oder nicht mitbekommen. Ich hoffe doch, doch haben wir, doch sollten wir. Was hatten wir denn mitgekriegt? Oder haben wir das jetzt gar nicht mehr hier? Doch, da. Klimax-Vorräte. Moment. Ablegen. So. Gut. Jetzt steht hier, kehre zu Klimax zurück. Das machen wir, wenn wir hier fertig sind. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was hier bei den Graubärten so los ist. Sieht auch schon sehr geil hier drin aus. Ah, und da kommt schon derjenige, welche, dem wir uns... Ah, da kommt noch mehr. Oh. Sieh an. Ein Drachenglut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge eurem Ruf. Ihr nennt mich Drachenblut. Was bedeutet das? Nein, ich folge eurem Ruf. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Okay. Unerbittliche Macht. Bitteschön, kannst du haben. Aufgepasst. Wusch! Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrotka. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Arngeier. Entschuldigung. Also, was führt uns hierher? Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Ich folge eurem Rufmeister. Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Naja, um auf seine Frage direkt zu antworten, würde ich sagen, wir nehmen das Mittlere. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Mhm. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. So. Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrotka am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ich folge eurem Rufmeister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrotka begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Na toll. Okay, ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Ja. Das wird sich erst noch herausstellen. Richtig. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Mhm. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einart wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln.
Gut. Gucken wir mal, was haben wir denn hier jetzt hier Schönes? Achso, ich soll mich nur draufstellen, ne? Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun meistern könnt. Also ich stelle mich mal hier in die Mitte, weil das... mal gucken. So. Nutzt euren Schrei... Ja, warte. So. Der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ah, okay, warte mal. Gut gemacht. Wieder einmal. Hey, das... das macht Spaß. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. So, letzter. Beeindruckend. Das hat aber eine Fläche, Holla die Waldfee. Ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Wer ist Bori? Da. Das ist Bori. Bori, ich folge dir. Ich finde die Graubärte hier echt total gechillt, weißt du? Vor allen Dingen, der eine Typ unten in Ivastar, der hat ja gesagt, dass die kaum ihre das Gelände, also Hochrodka verlassen. Und naja, dann rennen die wohl nur raus, um eben halt jetzt hier im Innenhof zu irgendwas zu machen. Oder dann halt vor die Haustür, um dann die Sachen aus der Truhe zu holen. Aber sonst sind die ganze Zeit über hier oben, alter Schwede. Hut ab. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wuld beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wulp. Okay, hier, Wulp. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Wulp. Da, ich hab's gehört. Entschuldigung. Entschuldigung. Er wird sein Wissen über Wuld mit euch teilen. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprint vorführen. Anschließend seid ihr dran. Okay. Meister Bori. Bex. Jetzt seid ihr dran. Oh ja, warte, stopp. Schrei. Wirbelsprint. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Weg! Geschafft. Redet mit Argier. Nein, Argeil. Scheiße. Argeil. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten.
Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Es passiert einfach. Vielen Dank. Wie lautet meine nächste Aufgabe? Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Abgeschlossen, der Weg der Stimme. Begonnen, das Horn von Jürgen Windrufer. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in dein Besitz. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas mit mir zu tun? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Danke, Meister. Ich werde meine Ausbildung fortsetzen. Ihr könnt mir sicher noch mehr erzählen. Es gibt in der Tat vieles, was wir euch an Wissen voraus haben. Das bedeutet aber nicht, dass ihr bereit seid, es zu verstehen. Lasst euch durch eure mühelose Beherrschung der Stimme nicht zu der Arroganz der Macht verleiten, die schon so manches Drachenblut vor euch zu Fall brachte. Warum kehren die Drachen zurück? Hat das etwas... Achso, das hatten wir schon. Was bedeutet es, ein Drachenblut zu sein? Warum sind die Schreie in der Drachensprache? Ja, das wäre doch mal interessant zu wissen. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Es gibt nur 4 von euch? 5. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Okay. Wann kann ich Parthornax, euren Anführer, treffen? Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Erzählt mir etwas über die Graubärte. Wir lernen den Weg der Stimme gemäß den Lehren unseres Gründers, Jürgen Windrufer. Nur sehr wenigen ist es erlaubt, hier in Hochrodgar mit uns zu lernen. Aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Wer war Jürgen Windrufer? Er war im Großen Krieg ein Anführer der Alten Nord, ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Was ist der Weg der Stimme? Ach nee, Moment mal. Erzählt mir was mit Graubärten. Wir lernen nur sehr wenigen, aber in eurem Fall, Drachenblut, ist es uns ein Vorrecht, euch zur Beherrschung eurer Stimme führen zu dürfen. Aha. Warum sagt die anderen nichts? Ihre Stimmen sind zu mächtig. Niemand, der nicht im Weg geschult ist, kann ihnen widerstehen. Sogar ein Flüstern könnte euch töten. Ja, das ist doch okay. Was ist der Weg der Stimme? Die Stimme war ein Geschenk, das die Göttin Kynaret den Sterblichen zum Anbeginn der Zeit gemacht hat. Durch sie können sie wie Drachen sprechen.
Obwohl dieses Geschenk oft missbraucht wurde, dient die einzige wahrhaftige Verwendung der Stimme, der Verehrung und dem Ruhm der Götter. Ihr könnt nur dann ein wahrer Meister der Stimme werden, wenn der Geist in eurem Inneren mit euren äußeren Handlungen im Einklang ist. Okay. Wir versuchen, dieses Gleichgewicht zu erreichen, indem wir den Himmel, Kynarets Reich und die Anwendung der Stimme studieren. Aber ich bin kein Anhänger eurer Philosophie. Warum wollt ihr mir helfen, die Stimme zu erlernen? Nein, das hier. Ich werde versuchen, dem Weg der Stimme zu folgen. Das ist lobenswert. Aber denkt daran, das Drachenblut selbst ist ein Geschenk von Akatosh. Lehnt dieses Geschenk nicht ab. Euer Schicksal fordert von euch, eure Stimme einzusetzen. Warum sonst hätte Akatosh euch diese Macht verliehen? Tja. Denkt immer daran, eure Stimme zu Diensten von Akatosh einzusetzen. Nur dann bleibt ihr dem Weg treu. Gut. Da bedanke ich mich bei dir oder bei euch, Arngeir. Atem und Konzentration. Und wünsche dir noch eine angenehme Nacht, denn es ist schon stockdunkel hier. Extrem dunkel. Und ich würde vorschlagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ach, hier müssen wir dann Horde von Weg. Okay. Wir können dann zum Beispiel. Ja, das könnten wir machen, ne? Feuerschleierhügel. Okay. Also, wir können jetzt entweder das Horn wiederholen oder wir begeben uns hier in den Feuerschleierhügel oder wir gehen zu Trevas Wacht wegen den Gefährten. Also wir haben jetzt hier schon ein bisschen was zu tun, aber ich würde vorschlagen, dass wir dann doch hier nach Ustengraf gehen und das Horn von Jürgen Windrufer in Besitz zu bringen. In diesem Sinne porten wir mal eben fix zu den Stellen von Weißlauf oder wir machen es mal anders. Warte mal, wie viel das hat. Oh ja, Folge ist fast vorbei. Moment. Erstmal noch kurz peilen, wie viel. Nein, okay, stopp. Wir machen. Da. So, es ist immer noch stockdunkel, macht aber nichts. Können wir wieder laufen eigentlich. So, die Ställe sind dicht. Okay, alles klar, da verbarrikadieren wir uns hier, verpieseln wir uns hier irgendwie so neben dem Pferdchen. Man sieht jetzt hier irgendwie gar nichts, aber das passt schon. Oder wir gehen ins Gasthaus. Nein, wir gehen ins Gasthaus. So, Drachenfeste. Komm, trab an. Hopp, hopp, zack, zack. So, stockdunkel ist die Nacht. Upsala. Jetzt hätte ich hier fast meine Wasserflasche umgekippt. Uha. Ja, noch 1 Minute 30 hier laut meinem Tarot. Jetzt kriegen wir hin. Um ins Gasthaus zu kommen. Die beflaggte Meere. Und jetzt. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. So, wir setzen uns hier hin. Wir setzen uns hier immer noch hin. Gut, wir setzen uns nicht hin. Setzen uns hier hin. Das geht. Sehr schön. Sadia, wacht auf, mein Schatz. Ja, Mama. Hä? Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Wollt ihr was aber zu ich trinken? Bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolda zu verkaufen. Wie dem auch sei. Was braucht ihr? Die Frau. Oh, weia. Wusstet ihr, dass ein paar Alikire-Krieger nach einer Rotvertronin suchen? Ihr wisst noch, von der einen Folge, wo wir nach Weißlauf gekommen sind und dann da zwei Leute nach einer Frau gefragt haben. Das scheint hier die zu sein. Seid ihr sicher? Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Lasst es mich wissen, kommt falls ihr sonst noch etwas benötigt. Okay, das nehmen wir noch mit. Oder machen wir es in der nächsten Folge. Nein,
Wir machen es in der nächsten Folge. Wir machen es in der nächsten Folge. Und ich sage jetzt schon mal Dankeschön. In der nächsten Folge laufen wir der Frau mal hinterher und gucken, was sie uns zu erzählen hat. Bis dahin ein Dankeschön. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein hier bei Skyrim. Ich freue mich auf euch. Tschüss.